Hey Leute, ich bin's wieder, euer Lego-Eddy und heute mit dem Stop-Motion-Tutorial für Fortgeschrittene. Wenn ihr vorher noch nicht meine anderen beiden Stop-Motion-Tutorials gesehen habt, einmal das für die Kulisse und einmal das für Einsteiger, dann guckt sie euch auf jeden Fall nochmal an, ihr seht sie ja hier. Und ansonsten werde ich jetzt sofort anfangen. Bevor ihr überhaupt anfangen solltet, etwas zu drehen, müsst ihr euch eine Art Drehbuch schreiben. Ihr müsst eure Idee irgendwie festhalten. So seht ihr links zum Beispiel meine ersten Ideen zu dem Aufbauvideo für das 75035er Battle Pack. Also ihr könnt euch kleine Szenen malen und dazu schreiben, was ihr machen wollt. Rechts seht ihr dann einen detaillierteren Plan, den ich nach jedem Bild aufgeschrieben habe. Das habe ich auch schon beim Einsteiger-Tutorial erwähnt. So kann man nämlich den Überblick behalten in hastigen Szenen, wo man sehr viele Sachen bewegen muss und nichts vergessen darf. Dann müsst ihr den Zuschauern immer eine Art kleine Pause geben, um zu verstehen, was ihr gerade gemacht habt, weil sie wissen ja nicht, wie das Drehbuch ist. Sie haben den Film auch nicht wie ihr schon 20 Mal gesehen, während ihr den geschnitten habt. Deshalb müsst ihr immer kleine Pausen einbauen. Ihr seht es hier links zum Beispiel. Einmal einen Klon, der komplett durchläuft. Er nimmt die Waffe, dreht sie, die Kamera geht hoch und der Helm dreht sich. Keine Pause. Und rechts gibt es immer wieder kleinere Pausen, die eine halbe Sekunde lang sind vielleicht, die das Ganze viel leichter zu sehen machen. Sowas einzubauen ist sehr wichtig, damit die Zuschauer überhaupt verstehen, was ihr macht und nicht ratlos vor dem Monitor sitzen und verzweifeln. Dann kommen wir zu der Kamera. Bei der Kamera ist es vor allem wichtig, dass ihr eine lange Beleuchtungszeit macht. Links seht ihr zum Beispiel ein Bild, was ich mit einer 25. Sekunde Beleuchtungszeit aufgenommen habe und rechts eins mit einer halben Sekunde Beleuchtungszeit. Das Wichtige ist daran, dass die Kamera so mehr Licht absorbieren kann und damit quasi sicherer feststellen kann, wo welche Farbe ist. So kriegt ihr farbkräftigere und generell hellere Bilder. Dann ist es auch noch wichtig, die ganzen Kameraeinstellungen selbst zu übernehmen, also den Weißabgleich zum Beispiel oder den Fokus oder auch andere Sachen, zum Beispiel die Linse, wie offen sie sein soll. Links seht ihr ein Stop-Motion, in dem ich das Ganze automatisch ablaufen lassen und ihr könnt froh sein, dass ich dabei noch keine Kamerabewegung gemacht habe, weil dann würde der Fokus komplett verrückt spielen und so sind gerade nur die Farben betroffen. Rechts habe ich das Ganze manuell eingestellt und man sieht wieder mal, dass das Ganze viel farbenprächtiger ist und dass ich auch, wenn ich die Kamera bewegen würde, den Fokus beibehalten könnte. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ihr beim Dreh des Stop-Motions an sich beachten müsst. Ist es hier sehr wichtig, die ganzen Figuren natürlich rüberkommen zu lassen. Das schafft ihr zum ersten dadurch, dass ihr die Figuren immer ein bisschen bewegen lasst. Das heißt, kein Mensch würde in einem Video stillstehen und deswegen dürfen es eure Klone, eure Figuren, eure sonst was auch nicht. Ich habe hier mal ein bisschen übertrieben gezeigt, wie man diese kleinen Bewegungen machen kann. Ihr müsst letzten Endes beim Dreh eigentlich immer nur die einzelnen Figuren berühren. Das reicht schon, damit sie sich ein ganz kleines bisschen verschieben und so lebendiger wirken. Dann müsst ihr euch noch immer überlegen, wie die Minifiguren auf die Umwelteinflüsse reagieren. Das heißt, ihr seht hier links und rechts einen Schuss. Links passiert gar nichts, der Klon bleibt einfach ganz starr so stehen. Und rechts wird sein Arm ein bisschen hochgerissen und die Schulter so ein bisschen, die rechte Schulter, nach hinten gedrückt. Das ist die natürliche Reaktion darauf, dass da vorne so ein Schuss passiert. Und ihr müsst euch also immer in die Lage eurer Minifigur reinversetzen. Und ihr müsst überlegen, was passiert, wenn eben zum Beispiel ein Schuss fällt oder wenn er angeschossen wird. In meinem Fall, ich drehe ja meistens nur Star Wars Stop-Motion-Filme. Oder zum Beispiel auch einfach, wenn er hinfällt, dass er nicht einfach nur bloß umklappt, sondern auch ein bisschen wegrutscht dabei. Ihr müsst euch also immer da reinversetzen und überlegen, wie würde ich darauf reagieren. Und so müsst ihr es auch mit der Lego-Figur machen. Jetzt habt ihr euren Stop-Motion-Film fertig gedreht und ihr seid in der Post-Production, das heißt in der Bearbeitung des Filmes. Zuerst mal sollte man sagen, dass man so wenig Post-Production wie möglich einplanen sollte, denn ich habe euch links und rechts mal ein Bild eingeblendet, wie ich die, zum Beispiel die Schwebeszene hinbekommen habe im Stop-Motion-Aufbau des 75035er Battle Packs. Und jede einzelne Bildbearbeitung, die so eine Schwebeszene zum Beispiel hat, dauerte 3 Minuten. Und ich hatte so um die 30 Bilder davon. Das waren dann alleine schon 5 Stunden Arbeit. Das habe ich mir am Anfang nicht so vorgestellt und deswegen sollte man immer darauf achten, möglichst wenig auf die Post-Production zu verschieben und das so viel wie möglich schon zu schaffen, während man den Film an sich dreht, weil das geht sehr viel schneller und sieht auch sehr viel besser aus. Dann kann es noch passieren, auch wenn ihr noch so sehr auf eure Beleuchtung achtet, dass diese ein bisschen herumspielt. Das heißt, sie ist in einem Bild mal ein bisschen heller, dann wieder ein bisschen dunkler und wieder ein bisschen heller. Dieses Flackern seht ihr zum Beispiel jetzt links und das kann auf Dauer ordentlich auf die Nerven gehen. Deswegen könnt ihr, wenn das Ganze zu sehr stört, in der Nachbearbeitung noch den Gamma-Wert etwas anpassen. Das ist quasi der Faktor, der festlegt, wie dunkel die Bereiche sind im Bild, die tatsächlich dunkel sind. Und somit könnt ihr auf natürliche Art und Weise die Helligkeit eures Bildes heben und wieder senken. Rechts habe ich das zum Beispiel einfach nur immer um einen Faktor von etwa
1-2% verschoben und das Ganze sieht schon sehr viel ruhiger aus. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch natürlich eine Bewertung oder einen Kommentar da lassen. Und ansonsten würde ich euch jetzt im Outro lassen und euch dabei zwei meiner Stop-Motion-Filme einblenden, damit ihr gucken könnt, wie das Ganze am Ende zum Beispiel aussehen könnte. Bis zum nächsten Video dann. Ciao.